sitzendes Schulterdrücken mit der Kurzhantel. Stelle dazu die Sessellehne auf 90 Grad. Schnapp dir die Kurzhanteln und befördere sie dir mit Hilfe deiner Knie über deine Schultern. Anschließend drückst du die Kurzhantel in einer geraden Linie nach oben und lässt sie ebenso in einer geraden Linie nach unten ab. Führe beim Hochdrücken die Arme zusammen und beim nach unten kannst du die Arme leicht auseinander bewegen. Häufige Fehler, wie du hier jetzt gleich siehst, wäre ein zu starkes Zusammenführen oder zu schnelles Zusammenführen der Arme, wodurch es eben dazu kommt, dass die Kurzhanteln aneinander clashen. Bleib also stets kontrolliert. Ebenso wie bei allen Druckübungen sollte sich immer der Ellbogen direkt unterhalb der Hantel befinden und nicht so wie hier nach hinten ausweichen. Ebenso sollte Schulterdrücken nicht zu einem normalen Bankdrücken abgefälscht werden und, wie du eben siehst, über ein sehr starkes Hohlkreuz kompensiert werden. Dadurch werden nicht mehr die Fasern getroffen, die eigentlich mit dieser Übung trainiert werden wollen.